Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Wir sind beim Samsung One und ich muss zugeben, ich habe die letzten Samsung-Aufnahmen die ganze Zeit zerschossen. Ich habe vergessen, den Ton aufzunehmen oder versehentlich meine Tonaufnahmen gelöscht und das waren allerdings alles ziemliche Fails, deswegen nicht schlimm. Aber diesmal möchte ich alles richtig machen und dieser Samsung Twilight, der jetzt der dritte sein dürfte, eigentlich der fünfte, aber okay, die anderen sind weg, soll funktionieren. Übrigens, ich habe im E-Fun vergessen, euch ein Ending zu zeigen. Deswegen, egal ob wir hier gewinnen oder verlieren, zeige ich euch auf jeden Fall das Ending 4, das eigentlich nach Eve hätte gespielt werden sollen. Bin mal gespannt, wie wir vorankommen. Also der erste Raum hier, der uns gleich in den Schatzraum, den alten Raum bringt, läuft ja gerade unerwartet gut. Was, wir bekommen gleich zwei Nickel? Das ist ja nett. Das erste Item ist die Blood Whites. Nicht gerade gern sehe ich das, weil man sich dazu selbst verletzt und Samsung hat ja so wenig Energie am Anfang gerade. Deswegen wird dieses Item wahrscheinlich erstmal nicht benutzt werden. Das war allerdings ein winziger Seller. Jedenfalls, wenn wir die Blood Whites benutzen, dann haben wir den Effekt des Draconicon im Raum. Aber wir verlieren dafür auch ein Herz. Auch ausgerechnet Pin, ich wollte den Duke of Lies oder Widowald, irgendjemand, der Samsung hilft. Oh, auch noch ein Champion. Das macht den nochmal anders. Ich glaube, der sprüht oder so. Der macht dann keine Bomben. Hilfe. Oh, ich habe Pin lang nicht mehr gemacht. Der wird jetzt eine Weile dauern. Ah ja, genau, der macht so einen. Der fällt mir auf. Die Champions haben immer was gemeinsam. Und ich glaube, der schwarze Champion, der macht eigentlich immer so einen Kreisschuss. Obwohl der Kreisschuss ja vom schwarzen, ich meine vom weißen Katzenkopf kommt. Wieso sind dann die schwarzen Champions diejenigen, die den Kreisschuss machen? Das ist mal eine interessante Frage, was? Wenigstens einen Schlüssel oder eine Bombe hätte ich hier oben gern bekommen. Dann trug mir wenigstens das Parcel-Pin. Bloß den Patient Boy, wir haben genug Geld. Boah, jetzt wäre ich fast falsch ausgewichen. Ein Trinket haben wir auch noch nicht. Okay, ich verlange viel für den ersten Raum. Für das erste Labyrinth, den Raum sage ich schon. Wieder total versprochen. Ich hoffe wirklich, dass er uns das Parcel droppt. Das ist eigentlich mein Lieblingsdrop von den Bossen aus West of the Lamp. Die anderen finde ich nicht so besonders. Hätte ich dann doch lieber HP ab von dem Grundspiel. Und manchmal gibt es ja auch ein Damage ab. Das ist ja eher selten. Meistens West of the Lamp Drops, gerade von dem Seller-Bossen, sind nicht so besonders. Wieso bin ich da reingelaufen? Und wenigstens ist es mal nicht Feymine gewesen. Seltsam mal kein Tube of Meat zu haben nach dem ersten Labyrinth. Fühlt sich wirklich komisch an. Endlich. Ah ja, das ist auch ganz recht. Wir bekommen ein paar Seelenherzen. Und mehr Tränen. Ab ins nächste Labyrinth. Ich habe keinen Schlüssel. Wir müssen wohl weitermachen. Gute Chancen, Schlüssel und Bomben zu bekommen. Ich sehe eine Arcade. Und vielleicht gibt es ja auch einen Blutbeutel. Ah, schön. Aber dazu bräuchten wir erstmal jede Menge Herzen finden. Oh, der Guardian Angel. Das ist aber ein ziemlich mächtiges Item dafür, dass wir hier gerade erst angekommen sind. Schön, wir sind im Basement. Ich mag das Basement einfach viel lieber als Stella. Hier sind keine Spinnen, die Musik ist cooler. Und das Design gefällt mir auch besser. Und hier sind außerdem keine, was wollte ich jetzt? Faden verloren. Spinnennetze, genau. Hier sind keine Spinnennetze. Oh, ja, wetten, dass ich die jetzt gewinne? Nö. Naja, wenigstens etwas. Ich würde nämlich gerne ein paar Bomben gewinnen. Naja, die sind mir auch ganz recht. Gibt es nur noch ein paar mehr Chancen? Da, die wollte ich haben. Gib mir diese Bomben. Schön. Fantastisch. Soll ich die Seelenherzen gleich einsammeln? Ich würde sagen, ja, weil wir nur ein Herz haben, als ich Seelenherzen kriege. Das wäre auch schön. Schade. So, ich würde mal sagen, 5 Münzen lasse ich mir übrig. Lass mich gewinnen. Ja, genau das. Her damit. Schön. So, holen wir jetzt auch mal Geld. Das geht natürlich auch. Wenigstens, jetzt haben wir leider kein Geld bekommen. Wir sind aber ein bisschen schneller. Das ist nämlich ein schöner Nebeneffekt vom Bloodbag. Also, das sind gerade schön viele Seelenherzen, die wir hier haben. Wieder ein toller One für 3 Fragezeichen oder Blue Baby, je nachdem, wie man ihn nennen möchte. Oh, der Guardian Angel hat mir geholfen.
Hier ist wieder was zum Springen. Das wäre ein perfekter Rang. Für 3 Fragezeichen. Oh, ich nenne ihn einfach Blue Baby. 3 Fragezeichen ist so kompliziert. Mist, reingerannt. So, Motor, verschwinde. Oh, sind wir stark geworden. Nun, die Opfertüren zu gehen, ist nicht so toll. Nein, ich werde später nochmal in die Arcade gehen. Jetzt wollen wir nämlich erstmal Richtung Boss gehen und den schon mal machen. Ich hasse euch. Auch wenn ich inzwischen ganz gut mit euch umgehen kann. Machen wir die Klottis fertig. Du bist mir zu nah. Komm her. Ja, jetzt fühle ich dich nah. Jetzt wollen wir dich ganz nah haben. Mist, keine Bombe mehr. Naja, wie gesagt, machen wir schon mal den Boss. Monstro, wieso nicht der Duke? Ich hätte so gerne den Duke gehabt. Naja, vielleicht kriege ich ja wieder den Champion, der Dunkle. Vielleicht kriegen wir ja wenigstens den Sahask in den Katakomben. Den habe ich ehrlich gesagt ewig nicht mehr gesehen. Wann habe ich das letzte Mal Sahask gehabt? Was für Gosse hatte ich eigentlich in den Katakomben? Ich bin irgendwie kaum noch in die Katakomben gekommen. Ehrlich gesagt, wann war ich das letzte Mal in den Katakomben oder in den Caves? Ich spiele dieses Spiel nicht mehr so oft, muss ich zugeben. Ehrlich gesagt, ehrlich nur fürs Aufnehmen, weil einfach die Wochenenden so voll gepackt sind mit Unternehmungen, dass ich überhaupt nicht mehr zu meinen typischen Wands komme. Und diesmal diesen One-Shit werde ich auf jeden Fall komplett durchziehen, bis ich gestorben bin. Ich hätte gerne noch ein paar Bomben, weil ich habe eine Vermutung, wo der Siegeboom sein könnte. Aber erstmal machen wir Monstro fertig und hoffen, dass wir noch ein HP-Up von ihm bekommen. Monstro ist so ein Garant für HP-Up eigentlich fast schon. So, ähnlich wie der Duke, von dem kriegt man eigentlich fast immer HP-Up. Wir haben ihn gerade in der schönen Dauerschleife. So, kannst du gern bleiben. Finden wir schön. Hey, hey, gerade habe ich dich so schön gelobt. Ah, er macht's wieder. Ha. Wie bei Monstro 2. Eben habe ich noch gesagt, er ist ein Garant für HP-Up und dann gibt er mir bloß die blöde Keto Ninetales. Der Lucky Food ist zwar klasse, aber wir haben so wenig Kerzen, dass ich die Satan nicht benutzen werde. Wir werden die restlichen 5 Münzen benutzen und versuchen noch ein paar Bomben zu gewinnen, um die Truhe dort frei zu springen und um nach dem Secret Room zu suchen. Deswegen wird jetzt auch nicht die Fortune Teller Machine benutzt, sondern der Shell Game Wender. Ah, sehr schön. Das hat uns jede Menge Chancen gegeben. Das wollten wir sehen. Schlüssel wären auch nur ganz nett. Die brauchen wir nicht mehr. Kannst du behalten? Eigentlich hättest du sie behalten können. Schlüssel, die wollten wir haben. Wir nehmen jetzt wieder den mittleren Schädel. Nee, gib mir nicht deine blöden Fliegen. Bomben, die hätten wir gern. Her mit deinen Bomben. Sehr, sehr schön. Ja, das wäre auch ganz nett. Mist. Ja, bald haben wir genug Fliegen. Schön, das wollten wir sehen. Das wollten wir nicht sehen. Das wollen wir sehen. Klasse. So, ob wir die Skatole bekommen, das wäre natürlich optimal. Schade. Ich werde jetzt meine Münzen komplett ausgeben. Und gut. Wir haben wieder ein paar bekommen, okay. Schlüssel hätte ich noch gern. Schlüssel. Schlüssel wären toll. Die kannst du uns natürlich auch geben. Fantastisch. Ich glaube, wir bleiben hier noch eine Weile. Der ist nämlich echt spendabel. Habt ihr euch übrigens mal die Poster da im Hintergrund genau angesehen? Das sind andere Spiele von Edmund Macmillan, der sich für Binding of Isaac verantwortlich zeichnet. Ich sehe Super Meat Boy und, wie ist das? Timefuck sehe ich im Hintergrund. Und ich glaube, die anderen sind auch noch Spiele von ihm. Ich glaube, wie ist das, Esser? Das müssen wir in die Basement Collection kaufen. Da sind die nämlich alle drauf. Hätte ich gern. Aber ich frage mich, was das mit dem abgetrennten Kopf soll. Das könnte eigentlich Isaac selbst sein. Menno, ich wollte die Skatole haben. Gib mir die Schlüssel. Gut, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt wollen wir der hier noch eine Chance geben. Ich will aber nicht aufwachen. Ich bin doch überhaupt nicht am Schlafen. Ich hätte gern ein Trinket. Naja, das ist mir auch ganz lieb. Ah, damit kommen wir in den Shop, was uns gerade überhaupt nichts bringt, weil wir kein Geld haben. Wir wollen nach dem Secret Room suchen. Ich vermute ihn ja hier. Nein? Wow, ich hätte es wirklich hören können, dass er da ist. Jetzt würde ich ihn nämlich nur noch neben dem Secret Room, nicht Secret Room,
neben dem Shop vermuten, aber ich will die Hermit-Karte jetzt nicht dafür ausgeben. Nee, nee, die heben wir uns lieber auf. Ihr kennt ja meine Vorliebe, aus den Challenge-Räumen zu entkommen. Hey, wir haben den Super Secret Room gefunden. Totaler Zufall. Hey, noch mehr Geld. Na gut. Wenn sie schon hier ist, dann benutzen wir das Geld doch für sie. Gib uns wenigstens ein Trinket oder ein paar Seelenherzen. Wir wollen nicht zum Mond schauen. Es ist gerade Neumond. Halt, das war gestern. Gestern war Neumond. Heute könnten wir ihn wieder sehen. Nee, ich merke mir die Mondzyklen nicht. Ach, dann springe ich dich halt. Aber auf meinem Kalender kann man das sehen. Ach, schön. Mehr Bomben. Ja, das Matchstick erhöht die Chance auf einen Bombendrop. Wow, ich habe noch gar nicht gesehen, dass das passieren kann. Die Katakomben. Wow, wir sind in den Katakomben. Ich habe doch gesagt, dass wir kaum noch da waren. Ich habe das Gefühl, dass ich so ewig nicht mehr weit gekommen bin. Irgendwie war ich immer so frustriert, aber heute geht es mir wieder gut. Heute habe ich auch wieder richtig Spaß an diesem Spiel. Ich will wissen, was uns erwartet, was wir bekommen, wie weit wir kommen, ob die Beatköpfe sich wieder hier durchglitschen und ob diese Spinne uns gleich erledigen wird. Menno. Gut, es wurde ja auch mal Zeit. Ah, das ist vielleicht ein fieser Raum hier. Wie soll ich denn hier ihn richtig ausweichen oder eine Linie mit ihm bilden, um sie anzugreifen? Jetzt hat er sich wirklich durchgeglitscht, oder? Ich stehe falsch. Der V-Schuss. Ich hätte gerne mal wieder einen Begleiter. Hilfe! Puh, das hat geklappt. Perfekto. Wir brauchen keine Herzen. Nee, den Boss wollen wir noch nicht machen. Gurgles. Meint ihr, hießen nicht Gargel? Gurgel, Gargel, Garg, wie heißt ihr? Egal, ihr seid die Kotzbomben-Zombies. Hätt ihr einverstanden, wenn ich sie weiter Kotzbomben-Zombies nenne? Das ist einfach das liebste Wort. Auch wenn es ein ziemlicher Zungenbrecher ist. Versuch mal, das dreimal still hintereinander zu sagen. Ob ich jetzt mit gutem Beispiel vorangehen sollte und Kotzbomben-Zombies gleich hintereinander sagen soll? Gut, ich kann... Ich krieg das hin. Ich kann nämlich ohne Punkt und Komma reden. Ich halte mich ehrlich gesagt bei Let's Play schon ziemlich zurück mit meiner Aussprache, dass ich nicht zu stark nuschel. Wenn ich das so richtig machen würde, schön. Wir haben einen Challenge Room und wir haben The Hermit. Oh, vielen Dank. Ich meine nicht für den Hit. Also wenn ich total schnell reden würde, würdet ihr kein Wort mehr von mir verstehen. Das ist also auch eine Art, um mich im Zaum zu halten, dass ich nicht ganz so schnell rede, dass ich einfach freier rede. Heute habe ich ganz schön viel zu erzählen. Schön. Und... wollen wir eine Wette abschließen? Wenn ich jetzt The Hermit benutze, ist Greed drin, stimmt's? Oh, wow. Ich hätte jetzt irgendwie wirklich gedacht, dass es Greed ist. So, also alle, die jetzt gesagt haben, dass es nicht Greed ist, haben gewonnen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Okay. Mann, den Schaden hätte ich mir echt nehmen müssen. Das war dumm von mir. Naja, das ist zwar nicht schlecht, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr HP. Und ein paar Seelenherz hätte ich jetzt auch gerne wieder. Ey, genau den Raum hatten wir doch am Anfang. Ventilator, du willst uns wohl verarschen. Tu uns doch nicht denselben Raum zweimal vorsetzen. Was ist denn dann noch random? Ach, hier gibt es ja noch einen Raum. Im Shop waren wir ja schon. Ein Kompass ist ja schon ganz nett, aber ich habe das Gefühl, dass ich dafür nicht meine Münzen ausgeben möchte. Also das Matchstick funktioniert. Wir bekommen jede Menge Bomben. Wie ich sie hasse. Vielleicht öffnen sie mir wenigstens den Super Secret Room, wenn der hier ist. Aber wir wollen es jetzt nicht riskieren. Seelenherzen wären schön. Einer noch. Was wohl der Boss hier ist? Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte Pestilence sein. Die Reiter sind schon überfällig. Ja, die sind überfällig, sobald es nicht Feymine war. Fühlt sich komisch an. Was ist denn das? Total easy. Ich habe eben gedacht, ich muss auch den Secret Room suchen, aber das hat sich ja erledigt. So, und Challenge Room sind wir entkommen. Dann gehen wir jetzt ohne Umschweife zum Boss. So, die Wetten der Bosse sein werden angenommen. Ich sage, es ist Pestilence.
Ey, es ist der Husk. Ich hab's prophezeit. Ich hab doch gesagt, wir kriegen heute noch der Husk. Ich bin gut. Und diesmal ist es ein ganz normaler. Wollte eben sagen, dass wir nicht mal ein paar Ads ausspucken. Damit Samsung stark werden kann. Ha, noch keinen Hit genommen. Was ich leider von dem Case nicht behaupten kann. So, sehr schön. Wir haben die roten Tränen. Wir haben überall Ads. Wir haben ein Problem. Wir haben kein Problem. Ha, jetzt sind wir auch noch geheilt. Obwohl, das bringt nichts, da wir fast nur aus Seelenherzen bestehen. Gib mir ein HP ab, Husk. Das wäre wirklich nett. Obwohl, es ist ein West of the Lamp-Boss. Das gibt also wieder so einen Scheiß wie den Patient Boy. Obwohl, wenn ich den wirklich bekomme, gehe ich den Kompass kaufen. Ach, schon erledigt. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass meine Tränen getroffen haben. Oh, schön. Panties. Range up. Tja, ich hätte eigentlich gern Angel Womb. Wir hätten gerne einen Angel Womb gehabt. Stimmt's? Wir rufen alle zusammen. Satan, wir wollen einen Angel Womb. Da ist Fatale Technology. Nee, Mams Kontext, oder? Ich weiß es gerade nicht. Und das Future Board. Beides tolle Items, aber wir haben einfach viel zu wenig Energie. Cafes und Gyptos. Nee, wir sind gerade nicht bei Zelda. Ich weiß, ich spiele gerade eine Menge Zelda. Deswegen muss ich gerade spontan an Gyptos denken. Ein Boss für den Jun sehe ich. Es sind die Globins. Und die sind eigentlich perfekt für Charm of the Vampire, weil immer, wenn man sie zum Zusammenfall bringt, zählt das als Kill. Das sieht man auch gerade an Samsungs Tränen, wie schnell die rot geworden sind. Man könnte sich also, wenn man wenig Energie hat, an einem Raum voller Globins perfekt mit Charm of the Vampire hochheilen. Schon wieder Globins. Erstmal lasse ich euch zu mir kommen. Und jetzt gehen wir um euch herum und jagen euch. Ich meine, wir führen euch durch den Raum. Sehr schön. Wet Moss, ganz viele. Und ein Wet Host. Hier ist alles rot. Egal, wir laufen hier einfach einmal im Raum herum. Schießen auf den Wet Host und währenddessen treffen wir auch die Wet Moss. Euch haben wir auch gleich klein bekommen. Haben die Schüsse mich gerade erschreckt? Oh, sind das glücklicherweise sind das keine Charger. Gut, das war jetzt auch nicht besonders interessant. Gut von mir. Ein Schlüssel, der rechte Raum ist der Opferraum. Wir wollen unsere Seelenherzen nicht verlieren. Ich habe schon viel zu viele verloren. Nur noch 4 übrig. Ich will noch mehr Seelenherzen. Oh, Gluttony. Prop uns dein Hart. Bitte, bitte, bitte. Wir brauchen HP ab. Wie sollen wir den Satan denn schaffen, wenn wir nur 2 popelige Herzen haben? Toll. Ich habe seinen Blutbeam erwartet. Das war jetzt wirklich fantastisch schlecht von mir. Man sollte gucken, was er macht, wenn er an seinem Bauch rumfummelt. Dann macht er den Blutbeam. Wenn er zuckt, dann macht er sein Menno. Das schaffen wir doch noch. Hier wird bestimmt irgendwo eine Blutbank herumlegen. Herumstehen. Irgendwo wird sie sein. Ich will nicht, dass der Wet Host sich aufstellt. Leider hat er es getan. Weil den können wir problemlos erledigen. Die Grauen nicht. Komm her. Ach, wir sind schön schnell. Nö, ich hole mir doch keine Bombe, indem ich eine Bombe opfere. Ah, schön. Seht mal, was wir da haben. Ein Schatzraum, aber was noch viel besser ist, der X-Felsen. Das heißt, dass wir hier ziemlich, bald ziemlich sicher, Seelenherzen kriegen könnten. Irgendwie mache ich es heute gern spannend. Oh, Gleis. Cool. Ich liebe diese Fähigkeit. Dr. Fetus. Und jetzt wisst ihr auch warum. Bomben. So viele wir wollen. Das klasse. Und außerdem, guckt euch das an, sieht das nicht klasse aus? Ja, natürlich wird jetzt Secret Womb und Super Secret Womb fleißig gesucht. Wusste ich doch, dass hier noch eine Blutbank geben wird. Aha, hier ist der Secret Womb. Und kaputt machen. Man muss ein bisschen üben, damit umzugehen, aber ach, ich liebe den Dr. Fetus. Anspielung an Super Meat Boy, wie man natürlich bemerkt. Naja, gucken wir mal, ob wir die Skatole gewinnen können. Hier
leider muss ich hier immer rausgehen. Und ich versagt habe, weil ich schon zu starke Gefahr habe, den Chillgame-Wender in die Luft zu jagen. Hoppla, das war jetzt nicht so toll. Ich hätte ja eigentlich gern wenigstens... Ah ja, wir haben genug Herzen rumliegen, fällt mir gerade auf. Und wir haben genug... ich habe den Faden verloren. Seelenherzen. Na gut, ich versuche erstmal das Ding da kaputt zu kriegen. Vielleicht bekommen wir auch ein bisschen das Trinket. Und dann gehen wir gleich mal zum Boss-Challenge-Room. Hey. Die halten meistens nicht so viel aus. Ich hatte mal den Spielautomaten gehabt, das war nicht in der Aufnahme. Vielleicht hatte ich schon mal von dem geredet, ich bin mir nicht sicher. Der hat so krass viel ausgehalten. Ich glaube, diesen Spielautomaten, in den hatte ich über 70 Münzen geworfen. Und der ging nicht kaputt. Da lag so viel Zeug rum. Ich hatte so viel Geld und immer wenn ich gedacht habe, mein Geld geht leer, hat der Spielautomat gemeint, mir noch ein paar Münzen geben zu müssen. Das war irgendwie merkwürdig, gerade mit der Tourfahrt. Ich bleib lieber beim Matchstick. Ich mag dieses Trinket lieber. Hab wenigstens keine Bombenmangel. Na gut, wenn es 5 Münzen sind, gehen wir zurück. Secret Room haben wir schon gefunden. Wir müssen noch den Super Secret Room finden. Aber mit Dr. Fides ist das kein Problem. Ehrlich gesagt, Moment, wieso will ich eigentlich das Matchstick behalten? Ich habe doch jetzt Bomben. Ach ja, hier wird der Secret Room. Ich nehme den Red Patch. Obwohl, den brauche ich eigentlich auch nicht. Ich nehme ihn trotzdem. Ja, wir suchen nach dem Super Secret Room, werden wir zum Boss Challenge Room gehen. Das klingt nach einem Plan, oder? Hier lang? Mist, wir haben noch nicht genug Range. Okay, für Globals ist es ganz praktisch, dass die Range nicht so gut ist. Gut. Die Coin Purse. Bin mir nicht sicher, ob ich sie will. Ach, ich riskiere es einfach mal. Gibt's das? Ach so, ich habe versehentlich eine der Pillen aufgenommen. Deswegen hat mich Monstro eben getroffen. Nicht springen, Monstro. Jetzt liegt hier leider so viel Zeug rum, dass es gerade nicht so einfach ist zu koordinieren. So, gut, jetzt die Larrys. So, den ersten Larry hat's gelegt. Ich auch noch. Gut. Schön, das ist eine Full Health Pille. Toll, das ist eine Tierstone, das bringt uns jetzt eh nichts mehr. Ein Lackup. Und. Na toll! Musste ausgerechnet die letzte Hellstone Pille sein. So fantastisch. Hier ist wieder normales Secret Room, glaube ich. Jawohl. Hier war Gluttony. Das wären jetzt Seelenherzen, eine echt gute Sache. Oder halt von der Blutbank. Hier liegen jedenfalls noch Herzen herum. Und wir haben noch die Two of Hearts. Mal gucken. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ein Opferraum aus den Super Secret Room kommt. Wahrscheinlich eher nicht. Na gut, ich werde erstmal den Rest vom Labyrinth erkunden. Der Part ist auch gleich zu Ende, sehe ich. Und dann wollen wir weitersehen. Ein paar Münzen wären noch toll. Tja. Das war jetzt irgendwie klar, dass das Globins sind. Weil, wie gesagt, die sind mit Dr. Fiet ist nicht so leicht. Zack. Gut, den ersten hätten wir, verdammt. Und zack. Ja. Mist. Nur noch so wenig Energie. Musste das mit Hellstone jetzt passieren? Ich hab doch gewusst, dass es keine gute Idee ist. Das ist ja wieder ein Champion. Hi! Okay. Wir begeben uns zurück in den Arcade-Raum. Werfen unsere 5 Münzen noch hier hinein. Werden dann die Blutbank einmal benutzen. So, damit brauchen wir nicht. Und dann den Part beenden. Nein, nein, nein. Gib mir den Two of Hearts wieder. Nein, nein. Gefällt mir jetzt besser als der Blood White.
eine tragbare Fortune Teller Machine. Gut. So, dann werde ich den Part hier beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir werden uns am nächsten Part wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.